Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Yes! Das ist so stark, das ist so stark gespielt. Schade. Ja, schade. Das sind Divot Goals. Ah, ist der sexy. Go left, go! Nearest to the Pin Contest. Nearest to the Pin Contest. Ich glaube, du kannst das Spiel ganz gut, ne? Martin Keim hat gesagt, das ist super. Und das Schlimme ist ja, da reichen ein, zwei Schläge auf einer ganzen Runde, wenn man die so perfekt trifft, ja, und dann diese Flugbahn. Bravo. Da ist das Birdie. Schönes Ding. Ja! Gut Golf aus dem Golfclub München-Eichenried. Registrierte Privatrunde. Endlich mal wieder. Das Wetter spielt mit. Toi, toi, toi. Es regnet zumindest nicht und es ist kein Regen vorhergesagt. Bei mir geht es also um ein neues Handicap und das von BC. Und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Mitspieler, auf den ich mich schon richtig freue. Wir haben schon ganz oft versucht, einen Termin zu finden. Das ist gar nicht so leicht, weil er ist unfassbar busy. Und wir hatten eigentlich schon zwei Termine letztes Jahr ausgemacht. Das hat dann nicht geklappt. Da lag es aber nicht an Marc, sondern an mir. Also, jetzt habe ich den Namen schon verraten. Es ist Marc Seibold. Gut Golf, Marc. Hallo, Sebastian. Heftig, wie du die Anmoderation rausballerst. Schon, dachte, das ist ein One-Taker. Ich dachte, du machst da immer 7 Anläufe. Nix da. Ein One-Taker? Das ist ein One-Taker. Das Gute ist, der Marc, der kennt sich da ein bisschen aus, weil der Marc ist vom Fach. Der Marc ist auch so ein Medienmensch. Marc ist einer der größten YouTuber Deutschlands. Kann man das so sagen? Heute schon. Heute schon. Ja. Ja. Den Kanal, den blende ich unten mal ein. Das schaffst du nie. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist ein Angebot vom ARD und ZDF Jugendkanal Funk. Und Marc ist da einmal die Woche zu sehen. Ne? Ihr macht witzige Challenges, Aufgaben. Erklär mal kurz für die, die es nicht kennen, in einem Satz. Jede Woche. Was das schaffst du nie ist. 15 Uhr Donnerstag veröffentlichen wir ein freches Challenge-Video, wo wir uns verrückte Aufgaben stellen. Also geht mal da drauf. Und Abo da lassen. Ich glaube, so sagt man das. So sagt man das. Das ist unfassbar wichtig. Also selbst dann, wenn es um solche Kanäle geht, die dann schon Millionen Leute erreichen. Abo ist ganz wichtig. Das würde ich euch jetzt auch noch mal ans Herz legen. Kommentiert und lasst vor allem Abo da. Für die, die vielleicht noch keinen YouTube-Account haben, meldet euch da an mit einer Gmail-Adresse und dann abonniert den Kanal. Das ist super wichtig. Ne, Marc? Hey Sebastian, ich sag's dir. Davon leben wir YouTuber. Davon leben wir. Wir waren ja gerade auf der Range. Es ist vogelwild. Es ist so vogelwild, was jetzt gleich passieren wird, Leute. Er stapelt tief, weil der Marc ist nämlich auch ein überragender Golfer. Ja, vor 15 Jahren mal. 6-0 steht auf deiner Karte. Handicap ja. 6-0. Für meine letzte 18 Loch bin ich 2018 gegangen. Das ist no schon, joke. Das ist schon ein bisschen her. Das ist eine Weile her. Und ah, zufällig steht da mein Vater. Ja, der Papa, der ist auch wie da. Wie hält man dieses Ding an? Einfach wie beim Mofa. Einfach drehen. Das Gute ist, dass wir einen Dreierflight vor uns haben und den Papa hinter uns. Das heißt, wir werden auf keinen Fall Ärger kriegen, oder? Hey, jetzt erstmal die wichtige Frage. Spielen wir von Weiß? Also ja, ich muss von Weiß spielen. Das ist echt? Die Scorekarte angelegt, weil ich spiele RPR. Marc hat sich nicht getraut, aber bei mir geht es um was. Also ich spiele von Weiß. Du kannst aber gerne sagen, dass du von Gelb spielst. Was spielen wir denn heute eigentlich? Genau, wir haben uns natürlich was überlegt. Also RPR, darum geht es bei mir. Aber wir spielen auch noch ein kleines Matchplay zwischen Marc und mir. Da hat Marc sich was überlegt. Auf jedem zweiten Loch hat Marc einen Schlag vor. Ja, man muss wirklich sagen, ich habe, glaube ich, auch offiziell Handicap 6. Aber ohne Scheiß, es ist 2018, ich habe gerade auf meinen Backtag geschaut. 2018 war ich hier zuletzt Mitglied. Und genau, aber Marc, du hast hier früher Mannschaft gespielt in Eichenried, ne? Mal ganz, ganz früher. Ganz, ganz früher. Kurz aber mal. Er war richtig guter Golfspieler. Das letzte Mal, als wir beide gespielt haben, ist auch schon ewig her, ne? Ja. Und da hat Marc, glaube ich, auf B2, das Loch spielen wir gleich, mit 2 aufs Grün gedrived. Gefällt dir das Bild? Das Witzige ist, Marc ist überragend an der Kamera und wirklich ein fantastischer Fotograf. Ich bin mal gespannt, ob ich ein bisschen was von ihm lernen das kann. Das wird halt auch eine Feedback-Kritik. Ja, ich merke schon. Das wird eine Feedback-Kritik auch an mich. Später drücke ich dir auf jeden Fall mal die Kamera in die Hand. Ja? Also an jedem zweiten Loch hat Marc einen vor und wir starten auf B1. Das ist echt schon ein schwieriges Loch und da hat Marc dann gleich schon mal einen vor. Und um was geht's? Und das erzählen wir nachher. Cliffhanger, Sebastian, ganz wichtig. Aber es ist spannend, um was es geht. Es geht um was, ja. Es ist nämlich richtig unangenehm. Marc kann richtig was verlieren. Okay, Cliffhanger, wann lassen wir da die Bombe platzen? Erst am Ende oder so wenn ich meinen Mulligan schlage. Du kriegst einen Mulligan. Aber dann hast du hier keinen vor. Dann hast du erst auf Loch 2 einen vor. Dann kriegst du einen 1 Mulligan, aber dann beginnt es erst ab Loch 2 mit einem vor. Okay. Kannst du das aussuchen? Ja, machen wir so. Machen wir so. Also, gut Golf, lasst ein Abo da und jetzt schauen wir mal, was heute geht. Marc, gut Golf. Gut Golf. Ich muss euch ja dazu sagen, so ein bisschen habe ich immer Respekt in Eichenried, wenn man von B1 startet. Das ist schon echt ein anspruchsvolles Loch. Bisschen Respekt ist gut, das ist der Horror. Das ist wirklich. Das wieviel schwerste ist das schwerste Loch? Ja. Schwerstes Loch. Und dann fängst du auf der B1 an. Also das ist schon echt super fies. Ui, da! Wenn der links vom Bunker bleibt, ist der gut. Junge! Ja, aber der könnte im Bunker rein sein. Seit wann hast du Golf spielen gelernt?
An Loch 1 schon die Sprüche. Alter. Ich fasse es nicht. Und bleib. Der ist da und der ist gut. Perfekt. Kriegt einen Bounce nach rechts. Du kriegst sogar noch den Members Bounce, Marc Seibold. Weil du warst ja hier mal Member. Ja, das stimmt. Gut, Ball ist im Spiel. Also du hast den Bunker getroffen. Ja. Zu meiner besten Zeit lag ich da nicht im Bunker. Okay. Fair enough. Das heißt, du nimmst jetzt ein Eisen und legst ihn da vorne. Ja, ich habe noch nicht so ein Gefühl gerade. Ich muss einfach schauen, dass ich den Ball im Spiel halte. Das heißt, Eisen? Darf man immer noch nicht aufsetzen, ne? Leider nicht. Das haben sie noch nicht angepasst. Meiner liegt leider auch im Bunker. Das Gleiche wie du. Stark, Sebastian. Genau das Gleiche. Ja. Oh Mann, ey. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit ist er zurück im Spiel. Oh, ja. Liegt er am Stock? Ja. Sind wir mit dem zufrieden? Ich glaube ja. Im kurzen Spiel, da wird man das merken, dass ich ein bisschen aus der Übung bin. Ja. Der war getoppt. Fast die Gänse getroffen. Jetzt habe ich den hier so übers Grün getoppt. Ja, er hatte irgendwie gut Speed am Ball. Schnell sind die Grüns. Super schnell. Echt? Ja. Das haben Marc und ich nämlich beide nicht geschafft, leider. Patten zu üben. So wie man sich halt vorbereitet, ne? Ja, das ist auf so. Eine RPR. Das ist so dumm. Oh, Sebastian, ich habe keine Ahnung. Liegen beide auf 4. Putt zum Bogey. Der ist zu kurz. Der ist zu wenig. Wow, wobei. Junge. No, no way! Warte, ich mach den fertig. Musst du ihn fertig spielen? Ja, ja. Bei einer RPR? Ich muss, dir kann man schenken. Machst du den? Ich schenke dir den noch nicht. Nein, nur Arschgesicht! Oh, nicht fluchen. Nicht fluchen? Nicht fluchen. Nein, den schenkst du mir nicht. Müssen wir uns angucken. Alter, ich krieg jetzt schon diese Bernhard Langer Jips oder wie die heißen. Alter, wirklich. Oh! Der ist jetzt geschenkt. Yes! Das ist mein Loch. Das schneidest du gefälligst raus. Das schneide ich nicht raus. Yes, erstes Loch für mich, auch wenn mein Score nicht so toll war. Vorhin haben wir noch gesagt, so mit dem Bogey wären wir beide happy auf der 1, ne, Marc Seibold? Ja. Aber nicht mit einem Doppelbogey, das nervt natürlich schon wieder so ein bisschen. Aber den kann man auch mal machen da, den kurzen. Ja, ja, das war schlecht. Ich verspreche auch Leute, es wird spektakulärer. Ich glaube, heute werden wir gutes Golf sehen, ja, auf jeden Fall. Du, phasenweise. Dein zweiter Schlag, den fand ich sensationell. Ja. Auch überrascht. Der dritte war das. Ja. Zweiter aus dem Bunker jetzt nicht so gut. So, Marc Seibold, wann hast du angefangen, Golf zu spielen? Ich habe damals 2001 angefangen, Golf zu spielen und hatte tatsächlich sehr Glück, weil also damals war ja Golf noch schlimmer als heute. Du meinst so vom Klischee? Vom Klischee her, ja. So dass man das halt echt in der Schule nicht erzählt hat. Und ich hatte aber Glück, dass ich in so einer Gruppe war, wie wir alle gleichzeitig angefangen haben, so ein paar Jugendliche. Und das war dann so krass, wir wurden dann echt beste Freunde und es war selbst so, dass wir in den Sommerferien dann im Golfplatz übernachtet haben, so mit Zelten hinten irgendwo in den Büschen. Ne? Du bist Münchner, ne? Also ja, ja. Immer hier in Einried? Nee, das war in Aschheim. Aschheim noch. Das war in Aschheim. Und da habe ich halt echt meine Pubertät verlebt, so sad das klingt auf dem Golfplatz. Ich finde es völlig in Ordnung. Hey, liebe Jugend, die uns zuguckt, wie ist das denn heute? Kann man in der Schule erzählen, dass man Golf spielt? Also ich hoffe es. Ich meine, dafür arbeite ich auch ein bisschen. Ne? Immer noch? Ja, ich glaube ja schon. Ich habe mir lange überlegt, ob ich hier mitmachen soll. Wegen deinen ganzen jungen Followern. Aus image-technischen Gründen, ne? Es ist natürlich eher schlecht. Aber es ist halt einfach ein geiler Sport. Ja. Man kann nichts anderes sagen. Es ist so wunderschön, es ist so schwierig und es ist so. Oh, es ist so herrlich, es macht so süchtig. Deshalb, ich weiß, wie du dich fühlst. Bravo. Wo ist der? Gut. Oh. Der ist gut. Geil. Kleiner Fade. Und Alter. Links hinterm Bunker. Es sind 234 Grün Anfang, 252 Grün Mitte. Sagt das deine Uhr? Ja. Das sagt Bee Bressy. Hier kannst du mal sehen, Bee Bressy. Das ist schon ganz cool, wie das funktioniert. Das ist schon krass, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Das gab's früher noch nicht, ne? Auch auf der Range gerade, dieser Track. Ja, das ist Top Tracer. Also, ja. Irre. Ja. Schlechter ja, Schlag, wunderbar. Aber good outcome. Wunderbar. Ja, den habe ich leider ein bisschen nicht schön getroffen. Go, go, go!
Oieieiei. Ist zu wenig, gell? Ja. Ich hatte einen anderen Punkt eigentlich angezielt. Bisschen weiter hinten noch. Oh, der ist lang, der ist, hat Speed. Ja, wobei. Das war ein richtig guter Putt. Also ich muss mir deinen fast angucken. Nein, du bist so gemein. Du bist ich so gemein. Ich spiele jetzt die 5 hier. Boah, du willst, oh Mann. Du musst, eigentlich ist der Geschenk, gell? Du bist so gemein, wirklich. Sehr gut. Paar und Paar. Da kriegen wir jetzt beide die Pärchenfaust zum ersten Mal. Wie findest du die Pärchenfaust eigentlich? Ich finde es. Gibt wilde Diskussionen drüber. Ich finde es eines der schönsten Sachen, die ich je gehört habe. So, Pärchenfaust. Ja, der ist gut. Der ist sogar sehr gut. Go! Bravo. Pin high. Sehr schön. Heftig. Ich dachte nicht, dass ich es noch so gut kann. No das, joke, wirklich. Das ist kein Understatement. Ja, ja. Ich glaube, der Marc, also ich kenne Marc ja ein bisschen, erzähle ich euch gleich auch, wo wir uns kennengelernt haben. Ist einfach ein brutaler Ehrgeizling und war wahrscheinlich heimlich die ganze Zeit jetzt üben, die letzten Wochen. Bitte nicht. Bitte nicht. Sind rechts. Ah. Strong. Schade. Steigt ja meine Puttlinie. Ich glaube, es hackt. Der ist schön. Würde ich dir schenken? Willst du den lochen? Nee. Einen komischen Wilson-Ball. Pärchenfaust. Ach, immer Pärchenfaust? Naja, wenn du halt Paar spielst. Ach so, ich dachte nur, wenn beide Paar spielen. Ui, der ist hoch. Ist nicht weg, aber hoch. Und? Hoch rechts. Aber da ist Platz, ja, ja. Wenn es noch so ist. Ja, ja. Nimm. Stay! Stay! Jetzt müssen wir euch natürlich erzählen, wo Marc und ich uns kennengelernt haben. Das ist schon eine ganze Zeit lang her, ne Marc? Weißt du die Jahreszahl? Erzählen wir auch die pikanten Details. Nein, die bleiben geheim natürlich. Ach so, ja, okay. Die bleiben in unserer kleinen Chicken-Gruppe. Es gibt eine legendäre Chicken-Gruppe, die gibt's. Schönen ja. Gruß an Jan Lüdecke an dieser Stelle, den kennt ihr auch, den großen Moderator. Wir haben uns kennengelernt bei M945, das ist ein Studentenradiosender in München, ne? Ja. Vor 2009 war das, glaube ich. 2009, ja. Wow. Tatsächlich. Das ist ewig her. Und man muss sagen, ohne Witz, eines der guten wenigen Sachen an Corona war, dass unsere Freundschaft durch Corona sich wieder so krass entwickelt hat, weil wir hatten dann einfach so immer so einen Termin, wo wir zum Mittagessen gegangen sind, aus dem Nichts mit dem Jan Lüdecke zusammen. So Toru Nakamura, der hatte so ein Pop-Up-Chicken-Restaurant in Schwabing, deswegen heißt die Gruppe Chicken. Und plötzlich sind wir wieder richtige Buddies. Toll, ja? Das war echt krass, das war echt schön. Und es gab ja diese Ausgangssperren und wir haben uns dann trotzdem abends getroffen, weil wir haben alle so in so einem Dreieck gewohnt in der Innenstadt. Ich hatte immer so Angst dann, völlig blau nach Hause zu laufen. Ich habe mich immer so an der Hauswand entlang gedrückt. Und haben wir nicht auf so einem Zettel auch einmal so einem weißen Blatt Papier geschrieben, ja, wir haben eine Podcast-Besprechung gemacht und dann alle so unterschrieben, so, dass man irgend so einen Schrieb hat, wenigstens, falls die Polizei kommt. Haben wir gemacht, aber verratet es keinem. Ja, der war fast ein bisschen klar, gell? Ja, aber das ist, glaube ich, auch Fünfer Eisen die falsche Entscheidung. Ja. Es ist viel zu hoch, da musst du einfach schauen, dass du... Dass ich da mit dem Pitching Wedge runterkomme. Ja, 7er Eisen irgendwie da vors Grün und dann Chip and Putt. Also. Na ja, der ist zumindest jetzt mal da draußen. Mist! Da war eine Chance. Jetzt hast du mich nochmal ins Spiel zurückgebracht. Ja, das war netterweise. Ich ärgere es fast ein bisschen, dass ich eine RPR angemeldet habe. Ich hätte eigentlich nur Matchplay gegen dich spielen sollen. Ja. Das wäre eigentlich witziger gewesen. Das wäre lustiger gewesen, weil ich hätte dann auch ein paar Gags mitgebracht. So ein Airhorn, wo ich dich dann mitten im Schwung dann auslöse. Und dann schreibt er mir gestern, er will diese Runde spielen. Dann dachte ich mir, okay, das kann ich da nicht machen. Wir sind ja hier nicht bei, das schaffst du nie. Ich hätte schon aus meinem Gag-Feuerwerk ein paar gezündet. So ist nicht. Weil so stellt man sich auch dein Zuhause vor. So eine Riesenkiste mit lauter so Mickey-Maus-Scherzartikeln. Ja. Furzkissen. Und natürlich der Brille mit dem Penis hier vorne drauf. Oh, der. Ja. Zu fett. Ja, zu fett. Zip, zip. Bisschen das weit fast, gell? Aber sehr schön. Das verlernt man nicht. Ja, der war gut. Bisschen fest. Ja,
zu fest und zu rechts. Oh Gott. Ist das bitter. Mann, jetzt muss ich den noch putten. Boah. Du spielst sehr solides Golf bis hierhin. Bin ich auch. Ja, ist wieder gepult. Aber nichts kaputt. So am Rand vom Fairway. Ja, wenn er lang genug ist, ist er perfekt. Seit wann machst du YouTube? Also das Jahr, bevor ich aufgehört habe, Golf zu spielen. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Nee, schade. Wir machen seit 2017. Und ich glaube, auch einer der Gründe ist, dass es gut läuft, weil wir halt nicht irgendwie so zusammengecastet worden sind. Wir machen das, ich mache das noch mit zwei anderen, Ari und Sebastian Meinberg. Wir haben das einfach so angefangen für uns zum Spaß. Das hat wirklich niemand interessiert, so ein paar tausend Klicks. Und es lief dann irgendwie beim BR, weil ich habe beim BR gearbeitet, irgendwann nachts um zwei im Fernsehen. Völlig unterm Radar und plötzlich ruft so eine Redakteurin an und sagt, hey, dieses eine Video hat 30.000 Views und das war damals Wahnsinn für uns, gell? Und dann ging es irgendwie los. Dann hat ARD und ZDF den Kanal sozusagen eingekauft und seitdem machen wir jede Woche für Funk Fernsehen. Wie viele Abonnenten Klicks hast du? Nee, wie viele Klicks sind es insgesamt? Du hast gesagt, bei dir, du knackst jetzt gleich die Millionen. Bald die Millionen. Aber so ein Video hat schon immer so 200.000, 300.000 Views bei euch, ne? Ja, ich glaube, wir knacken bald die Milliarde. Wow. Schon aber stark. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Quatsch. Ich weiß es einfach. Also wir schauen später mal nach. Notfalls muss ich irgendwas einblenden. Halbe Milliarde vielleicht. Eine Milliarde. Halbe Milliarde. Eine halbe Milliarde. Ah, ich liebe diesen Sound. Good escape. Der war gut. Kannst du mir einmal jetzt, vor allem jetzt auch nach diesem Schlag, wieder in drei Sätzen zusammenfassen, warum du Golf spielen liebst? Jetzt gerade fällt es mir sehr, sehr schwer. Ich glaube, am liebsten würde ich schon wieder irgendeinen Schläger zerbrechen. Nee, sag mal, was findest du das Geile am Golf? Naja, jetzt mit dir um die Uhrzeit hier an der frischen Luft zu sein und mich mit dir zu unterhalten und dabei noch ein bisschen Golf zu spielen, ist doch das Geilste. Das oder? Ist so eine Altherrenantwort. Nein, mich fordert es schon auch ganz schön sportlich, muss ich dazu sagen. Also, so wie ich das betreibe, ist es schon auch ein Sport. Der war schön. Der war sehr gut. Da musst du hinfilmen. Der liegt am Stock. Echt am Stock? Oh, Tatsache. Und das Schlimme ist ja, da reichen ein, zwei Schläge auf einer ganzen Runde, wenn man die so perfekt trifft, ja, und dann diese Flugbahn, dann ist und dann alles landet der am Stock. Ja. Das ist doch dieses Gefühl, obwohl das nur 5 Sekunden voll dauert. Das ist das Allergeilste. Schlägerblatt auf, dann schön unten durch. Er macht es tatsächlich. All for the show. Und der ist auch noch ziemlich geil. Komm, dafür gibt es wirklich einen High Five. Super schön. Ach, Marc Seibold, auf was habe ich mich hier nur eingelassen? In Wirklichkeit bist du noch so ein richtig guter Zocker. Das ist es, man darf das ja, mal nie unterschätzen. Schon. Mit so Leuten, die ganz früher so viel Golf gespielt haben, die können das halt alle. Oh, also jetzt habe ich da wieder einen ganz schön schweren Putt vor mir. Jetzt hör mal auf, so Geräusche zu machen, wenn du dich bückst. Junge. Shorty. Ja. Boah. Boah, ist das Paar. Und was für ein schönes Paar. Hallo. Ach so, up and es gibt, down. Es gibt hier die Pärchen flache Hand. Ich bekomme es jetzt zum ersten Mal live mit, wie heftig viel Arbeit das für dich ist. Mit dieser Kamera. Du filmst ja jeden Schuss. Also ich verstehe nicht, warum du dann bei so einer Runde dann auch noch das anmeldest. Weil dass da was Gutes bei rauskommt, ist wirklich sehr unwahrscheinlich, weil du musst dann so viel denken und es hat nichts mit Golf zu tun. Also egal, nur die Harten kommen in den Garten. Ich hab's ja auch schon bewiesen, dass es geht. Ja, jetzt heute ist ein bisschen hektisch, weil Flight vor uns, Flight hinter uns, also es ist viel Betrieb. Das macht es natürlich jetzt nicht erträglich. Das ist so witzig, wie du dann den Schläger so in einer Hand hältst. Das war ein super Schlag. Nicht lang genug, aber... Nee. So, der ist dafür sehr schön. Sehr gut.
Ja, ist sehr gut. Wir waren bei den Followern auf YouTube und das schaffst du nie. Das heißt, jede Woche ein Video und was ich vorhin meinte, Marc wird richtig erkannt. Du hast früher mal im Glockenbachviertel gewohnt und die Leute haben irgendwie rausgekriegt, wo du wohnst und haben dann ständig bei dir geklingelt, die Kids, ne? Ja. Man muss dazu sagen, Zielgruppe, was ist eure Zielgruppe? 16 bis 24, so. Okay. Tatsächlich, also so alt, wie ich ungefähr bin. Also du wirst schon auch regelmäßig, du wirst regelmäßig angequatscht, du musst Fotos machen. Nervt dich das manchmal? Nein. Alles gut. Machst du das gerne. Hey, ich habe dieser Job ermöglicht mir so ein schönes Leben. Wir waren schon in der Wüste, wir waren im Dschungel, wir waren auf einer einsamen Insel. So. Das ist unglaublich. Und dafür dann mal 3 Bilder zu machen am Tag, das ist doch das Mindeste. Ja. Oder nicht? Alles von euren Gebühren. Du darfst jetzt auch mal Danke sagen. Vielen Dank für eure Gebühren. Ich hoffe, es wird bald auf 25 Euro im Monat erhöht. Nein! Ui. Nein! Den hast du viel zu kurz gelassen, ha? Ui. Oh nein! Heftig! Das ist der zweite knappe Putt heute. Ja, Putten ist echt gut, oder? Ja, Putten ist somit mein stärkstes Spiel. Also echt saustark. Also es fällt zwar keiner, aber auch so dafür, dass du nicht mal lang die Linie liest oder so, echt gut. Ja, nee, Putten funktioniert. Ui, den müssen wir jetzt natürlich sehen. Oh, lucky you. Ich glaube ihm nicht, dass er schon so lange nicht mehr Golf gespielt hat, oder? Das glaubt ihr ihm auch nicht. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das ist schon sehr, sehr grundsolide, was du hier spielst. Ja, ich bin schon ab und zu, ich war dieses Jahr einmal auf der Range so, aber ungelogen, 18 Loch, weiß nicht, zuletzt 2018, wirklich. Und ich war und einmal. Auch das stimmt nicht. Letztes Jahr hat er das Pro-Am in Eichenried mitgespielt. Ja, die Bilder lege ich euch jetzt hier einmal drüber. Also, du spielst nicht wirklich mit heute, oder? Ja. Ehrlich? Ja, mit in dem Outfit? Ja. Okay. Meine Frage wäre, warum hast du überhaupt an? Was hast du verbrochen, dass du das anhast? Naja, also. Ich habe vor vielen Jahren die falsche Abzweigung genommen. Ja. Beruflich, ja. Beruflich. Das lief ganz schlecht für ihn. Ja. Wir hätten nach gerne eine Einschätzung, wie es war. Das ist doch super. Wow. Ich glaube, du kannst das Spiel ganz gut. Ne? Martin Keim hat gesagt, es ist super. Ich glaube, du kannst das ganz gut. Siehst du? I love my job. Einfach toll. Tolle Karriere. Also Marc musste im Dinosaurierkostüm hier in Eichenried. War dir das peinlich oder sagst du dir dann so Augen zu und durch? Ich meine, das sind ja oft echt peinliche Sachen, die du machst. Ich bin gestorben. Ne? Also ich bin wirklich gestorben. Es war so, vor allem ich, also so Martin Keimer und so, als ich das früher, so der war ja ein Hero, so, das muss man einfach sagen. Aber dein absoluter Hero ist Tiger Woods. Über den sprechen wir später. Über den sprechen wir später. Ja. Ah, der ist im Wasser. Schade. Ja. Ja, safe. Aber der ist da. Schön. Ist leider auch weg. Der ist gut. Der passt. Ja, der ist gut. Ich zeige euch den Garmin Z82, neuer Laser, den ich momentan ausprobiere. Und das ist ein richtig cooler Laser, weil man sieht am Rand an der Seite die Bahn eingeblendet und hat noch viele weitere Daten wie Windgeschwindigkeiten, Distanzen, Anfang grün, Ende grün, lässt sich mit USB aufladen und ist, finde ich, einer der besten Laser, die ich bisher hatte. Ich werde ihn in den nächsten Wochen noch mehr testen und euch dann natürlich auch ein bisschen berichten, wie zufrieden ich damit bin. Also, Garmin Z82. Na, der ist weg. Das Loch gehört dir, Sebastian. Gibt's auch? Ja. Yes! Ich muss leider zu Ende spielen. Ja, klar. So, Marc, du hast jetzt so viele Bälle verloren, du tust mir fast schon leid. Deswegen kriegst du jetzt von mir hier den neuen Chrome Soft. Dann werde ich auch noch gedemütigt hier. Nicht, dass du gleich aufgeben musst, weil du keine Bälle mehr hast. Hier kriegst du den Chrome Soft. Echt? X. Ja, hier, 3 Stück. Ich hoffe, die reichen für die nächsten 3 Löcher. Sonst habe ich noch ein paar dabei. Der sieht gut aus. Ja, ist ein bisschen rechts. Yes! Yes! Da ist das Birdie. Schönes Ding. Ja! Sollte ich gewinnen, wovon ich immer noch fest ausgehe, dann muss Marc in eines seiner nächsten Videos auf Das schaffst du nie einmal gut Golf einbauen, okay? So zur Begrüßung. Sagst du so, hallo, gut Golf. Nee, ich muss es einmal sagen, okay? Du musst es einmal sagen. Ich sage, ist wurscht. Ja, aber es muss zu jemandem sein. Du musst es zu jemandem sagen. Okay. Und im Idealfall vielleicht zu jemandem, der nicht Teil der Crew ist oder so. Aber das ist so unangenehm.
wie random ist es, wenn plötzlich in so. Und das ist aber auch noch nicht alles. On top muss ja. Marc, es ist immer ganz wichtig auf YouTube, dass man so eine sogenannte Endcard hat, wo man hinten nochmal dazu aufruft, lasst ein Abo da, blablabla, hier seht ihr die Playlist, das mache ich noch viel zu wenig. Und ich muss damit dringend anfangen, du moderierst mir meine Endcard am Ende dieses Videos. Mit Sätzen, die ich dir sage. Deal? Du weißt schon, dass ich dafür normalerweise einen Teleprompter habe, für die drei Sätze. Das ist halt leider wirklich so. Also das ist mein, also wenn du verlierst, musst du das machen. Was muss ich machen? Jetzt schlag mir ab und so lange überlege ich mir was. Ja, aber der Draht nicht. Der faded. Ah, das sind zu viel. Nee, ich treffe sie nicht gut. Ich treffe sie nicht gut. Great shot. So, Marc zum Birdie. Es ist Vogelwild. Chance. Break nach rechts. Break rechts und bergauf. Ja, irre. Ist das schlecht? Ist das schlecht gespielt? Geschenkt. Boah, es tut mir leid, dass ihr das mit angucken müsst. Sorry. Unangenehm. Ich habe ganz schön wieder Doppelbogies heute gespielt. Ne? Aber ich kann auch lachen. Ihr seht es. Also, ja. Die RPR für heute ist abgeschrieben. Die wird, glaube ich, nicht in die besten 20 mit einfließen. Jetzt konzentrierst dich mal aufs Matchplay. Weil ich habe eine Idee und ich habe einen Wunsch. Oh, du weißt noch nicht, was kommt, gell? Nein. Also ich, wirklich nicht. Ich will, und dafür brauche ich euch auch, die Community. Mhm. Ich will mehr Golf spielen. Und deshalb musst du mich, wenn du verlierst, zu einem Golfplatz einladen. Zu einem der schönsten in Bayern. Und ihr dürft aussuchen. Oh, der Kommentar, der die meisten Likes bekommt, also ihr kommentiert einen Golfplatz und der Golfplatz, der die meisten Likes bekommt, ja, zu dem musst du mich hineinladen. Also Greenfee und ein Essen, oder was? Oder nur Greenfee? Ja, und drei Bier. Und drei Bier, das ist ein Deal. Ja. Das willst du einschlagen oder die Faust? Schöner Schlag. Das war das Schönste bisher. Wenn er sich hält. Aber der hält nicht. Doch, er ist Mitte Fairway. Echt? Ja. Siehst du die Bälle nicht? Nicht? Das ist echt so, wenn man länger nicht mehr Golf spielt, verlernt man, die Bälle zu beobachten. Das ist kein Scheiß. Oh, der wird nass! Der wird nass, Leute! Ist er lang genug? Nee, never. Doch, der ist drüber aufgekommen. Nein! Ich schwör's dir. Nein! Ja. Ja, bravo. Sehr, sehr gut. Ah! Er war sehr gut. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir liegen beide gleich auf, ungefähr so 115 ins Grün rein. Das heißt, Nearest to the Pin Contest. Nearest to the Pin Contest. Und es geht ums erste Bier später. Ah, ist der sexy. Go left, go! Anfang grün, vielleicht rollt er noch runter. Oh, fuck, ich dachte, der wäre viel schöner. Aber near to the pin ist er jetzt nicht. Du musst erst mal das Grün treffen, das mein stimmt. Freundchen. Boah, jetzt kommt der Wind. Ja, 43. Das war nämlich auch das. Da kam richtig viel Wind auf. Deshalb wurde der so kurz. Ich dachte, der ist richtig gut. Also ich nehme auch das Eisen 7. Frage ist. Und fade den da auch so rein. Der Puls geht hoch. Das heißt, ich muss eigentlich nur, also wenn ich das Grün nicht treffe, aber ja näher zur Fahne liegt, zählt es nicht, gell? Ja, klar. Ja, warte ab, der ja, liegt drauf. Ey, wenn du das, wenn du der, das... Der hast du gewonnen, oder was? Schön übers Grün getoppt hat er ihn in der Drucksituation. Der Marc Simon, der ist so gemein, wie ihr ihn kennt bei DSDN. Und dann auch noch diese Marc Seibold-Lache. Das mag ich wieder nicht sagen, aber so rein metermäßig bin ich viel näher an der Fahne als du da hinten. Sebastian, du hast ihn übers Grün getoppt. Ach, du hast ja auch noch einen vor. Kann das sein? Nur bei den Geraden, das ist Loch 9, also nee. Ah, der ist auch noch nicht drin. Ja, sag ich doch. Das ist. Yes! Daran merkt man einfach, dass du viel Golf spielst. Da bist du echt, das meine ich vollkommen ernst, auch so beim kurzen Spiel. Das sieht so safe aus. Naja. Echt richtig gut, Respekt. Yes! Entschuldigung, da freut man sich natürlich nicht, weil ich bin ja immer. Ich bin so der Ted Lasso des Golfspiels. Ich freue mich immer für meine Mitspieler, aber yes! Oh. Krieg ich die Parfaust? Ja. Danke. Oh. Jetzt wird der Putter aus der Hand gefallen. Ja. Es wird ein langer Putt zum Berg. Das stimmt. Treffe ihn auch nicht schön. Aber
der ist zumindest drauf. Aber den hast du super gespielt. Wow. Ida! Bravo. Eieieiei. Den habe ich. Die Linie wäre perfekt gewesen. What a par. Das ist so bombenstark. Das ist so gut gespielt. Par und par. Great save. Danke. Ich frage mich ja schon so ein bisschen, worauf ich mich da eingelassen habe. Auf jedem zweiten Loch einen vor. Also ganz im Ernst, beim nächsten Mal hast du nirgendwo mehr einen vor. Du bist so ein auf Understatement-Macher. Nein, das stimmt echt nicht. Aber man muss halt, also ich will jetzt nicht zu ehrlich sein, aber du spielst halt echt schlecht. Also ich hab schon besseres Golf gespielt. Ja. Aber es gibt da keine Ausreden, ist halt so. So, jetzt erzähl uns mal deine Tiger-Geschichte. Also du hast ja den Z-Cover, einen Tiger über deinem Driver. Wie kommt's? Eigentlich keine tolle Geschichte, nur ich denke mir immer, dass so wie du jetzt, gell, wir gehen ja so ein bisschen den gleichen Weg, dass du diese Liebe zu diesem Sport gefunden hast. Ich habe ja voll angefangen Golf zu spielen zur High Time of Tiger Woods und es war so krass. Es war so schön, das mitzuerleben, wie der angefangen hat, da plötzlich diese in Grund und Boden zu spielen, die anderen. Es war so. Was hast du als Kind? Hast du Poster im Zimmer hängen gehabt und so auch? Nee, das nicht. Ich war ja auch nicht mehr so ein kleines Kind, aber es war schon krass zu sehen, diesen so ein bisschen spießigen Sport. Der kommt da als Black Dude und kickt dann diese White Privileged People einfach sowas von. Es war so geil. Und dann auch diese, damals fing das alles an mit diesen Nike-Werbungen. Ja, genau. Und eigener Linie mit Michael Jordan. Ja, und dann, dann konnte man zum ersten Mal auch anfangen, so die Turniere auf so illegalen Seiten zu streamen. Ja. Boah, das hat geruckelt. Du hast keinen einzigen Schlag gesehen, sondern der Schlag war so und es hat dann immer gebuffert. Und trotzdem hingen wir den ganzen Abend vor diesem Fernseher ab. Es war so geil. Bravo. Richtig schöner, solid. Wenn er lang genug ist und nicht im Bunker geht, kriegt wieder den Members Bounce. Das ist wieder so hoch. Das ist der zweite heute, den ich so unterschlage. Ah, der liegt, oder? Ich sehe ihn. Ja, ist gut, wenn er... Nice shot! Ah. Na, der reicht nicht. Der reicht nicht. Nein, ist er. Schade. Dritter Schlag für Marc. Was machst du denn da? Legst du den Ball einfach schön? Nein. Das ist schon frech. Habt ihr das schön im Video zu sehen? So gewinnt Marc Seibold hier. Aber gut. Ah, der ist nicht gut. Habe ich einen Socket? Hat sich so angehört sogar. Das war ein Socket. Jetzt bleibt er da an dem hohen Gras hängen. Ich fasse es nicht. Boah! Oh, der ist zu kurz. Viel zu kurz. Deiner auch, Gott sei Dank. Das bleibt dabei. Schade. Ach so. Ich befürchte, dass wir teilen. Tja, leider war das schon wieder ein Doppelbogey von mir, weil drei Putts. Also, nee. Heute Stroke Play läuft bei mir gar nicht. Jetzt schauen wir mal in deinen Bag, Marc. Du bist immer noch drei Löcher auf. Mhm. Was hast du für Schläger? Mit welchen Schlägern spielst du? Und wie lange hast du die schon? Die schauen alle schon ein bisschen älter aus. Ne? Die sind richtig alt. Das sind alte Titleist-Eisen, 990B. Kannst du dich erinnern, wann du die gekauft hast? Ich glaube so 2003 oder so. Und das Krasse war, dadurch, dass ich so ein krasser Tiger-Fan war, mit den Eisen hat Tiger, also ich korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich glaube, mit denen hat er, so bevor er zu Nike gewechselt ist, hat er mit diesen Eisen auch gespielt. Und das ist halt echt krass. Die sind so... Oldschool, finde ich. Sind die länger? Hast du 2 Meter eigentlich? Ja. 2 Meter. Das 201. Heißt, 1 Inch, 1,5 Inch länger oder wie viel? Ja. Aber ich finde sie irgendwie stylisch, weil sie so ein bisschen oldschool halt einfach noch sind. Auch bei deinen habe ich auch gesehen, da sind so Punkte drauf und so. Aber wahrscheinlich würde ich mit 9 Eisen auch... Da wärst du jetzt schon 7 auf. Ja. Und ansonsten, von Eisen 3 bis Pitching Wedge und dann hast du was für Wedges noch? Ich habe einen Gap Wedge, 52 Grad. Ja, 56 Grad. Und Sandwich. Du hast ja auch einen wilden Mix. Also ich sehe hier einen Cleveland 52 Grad Wedge und einen Ping 56 Grad Wedge. Ja. Dann hast du, was ist das hier? Rescue, aber habe ich heute noch gar nicht verwendet. Habe ich auch. Hat schon viel erlebt. Hat schon viel erlebt, wurde auch ein bisschen schwerer gemacht. Dann haben wir Dunlop-Putter, geil.
Dunlop, ey. Ja. Ich dachte, das ist irgendwie so ein alten Scotty, aber mit einem Griff, der, also schaut mal, der, fuck, da klebt den Klimakleber dran vorher, es pappt total. Das ist wirklich unglaublich, dass der fällt auseinander, ja. Es war einfach damals alles nicht so wichtig wie heute, es ist echt schon krass, also das ist der Unterschied. Ja, ja. Vor allem beim Driver, also dein Driver ist ja über 6 Jahre alt, oder? Ja, noch viel älter, viel älter. Da kann man dann schon mal aufrüsten. Ich weiß gar nicht, ob es diese Marke noch gibt. Was KZG, gibt es die Marke noch? Das sind doch diese Rapper aus Berlin. Ah nee, das war KIZ. Dann haben wir hier den Tiger. Aber was mir schon, Sebastian, was mir schon immer wichtig war, einen geilen Schwung zu haben. Ja, den hast du. Der schaut vor allem nach was aus, finde ich. Ja, das ist eine kleine Kritik an deiner. Ich finde, also will mich nicht technisch zu deinem Schwung äußern, aber ich finde, im Finish bist du so ein bisschen zu lapprig. Weißt du, du könntest das gefällt mir auch noch nicht. Ja, du könntest das schon noch ein bisschen, also wenn du Rory siehst, gell, ja, wie der da durchzieht und dann hält er den Schwung da hinten, das ist so geil. Ja. Bei dir ist noch immer so ein bisschen. Und dann wischst du auch immer, das ist echt so geil, immer das Gleiche, wie du dann immer dann auch noch so das abwischst und dann atmest du. Gott. Alter, du bist ich so gemein, ey. Der war schön. Also früher, als ich hier noch war, da gab es mehr Etikette hier am Golfplatz. Ja, seit Noah Podelko hier im Club ist, gibt es keine Etikette mehr, ey. Wahnsinn. Ja, schaut gut aus. Go, go, go! Platsch. Oh, fuck, der war genau auf der Line. Bitter. Aber der war ein bisschen fett. Macht er einfach. Geil, Junge! Schnitzel! Das sind Divot Goals. Ach Gott. Jetzt bleibe ich im Boden hängen. Yes! Ist der stark. Ist der stark, Sebastian. Oh. Ja. Willst du den machen? Nee. Yes! Na 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 na, Sonnendeck. Na 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 na. Wie geht das Lied? Kennst du es? Nee. Jetzt möchten wir von Marc endlich wissen. Er musste ja schon so viel Quatsch machen da für seinen DSDN-Kanal. Gab schon mal was dir so richtig peinlich war und auch bis heute ist. Ich meine, das ist ja immer im Internet, ne? Ja. Also mir ist relativ viel schnell peinlich. Aber ja, also das bei dem BMW Open, das war schon schlimm. Weil ich meine, da waren alle Profis und die haben natürlich keinen Bock, dass da so YouTube-Kasper kommen und da ihr Video machen. Und es war mir so unangenehm. Und tatsächlich, ich stehe auch gar nicht so drauf, da in diesem Mittelpunkt zu stehen. Deshalb ist das schon immer eine krasse Überwindung. Aber ich habe schon auch, als ich da aus diesem Heißluftballon am Bungee-Seil rausgesprungen bin. 3, 2, 1. Fuck. Guten Flug! Wow. Oh, fuck. Da hat man schon Todesangst. Gibt dir diese Kamera so ein bisschen so dieses, was Jan Böhmermann letztendlich auch sagt. Er sagt, er ist kein Journalist, sondern er ist eine Kunstfigur. Bist du auch vor der Kamera eine Kunstfigur? Also, dass du auch sagst, es ist für dich so eine Art Schutz, wenn die Kamera an ist. Kannst du so sein, wie du... Also, es ist tatsächlich so, dass ich in den Videos schon ziemlich ich selbst bin, was manchmal nicht gut ist. Weil du gemein bist, ne? Schon auch viel, gibt schon auch viele Hater. Aber dieser Hate ist immer nett. Oder gibt es auch wirklich so bösen Hate? Ich hält sie in Grenzen. Ja. Hält sie in Grenzen. Aber ja. Ich glaube, ich habe mich schon an die Kamera gewöhnt jetzt mit der Zeit. So, es macht mir jetzt nicht mehr Angst, wenn da dieser Record-Button leuchtet. Ja. Und ich glaube, das merkt man schon, dass man einfach versuchen muss, natürlich zu sein. Es ist ja auch was Cooles, was ihr macht. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendeine Wissenschaftssendung macht, wo ihr dann auch immer krass drauf achten müsst, was die Fakten sind. Also ihr müsst schon auf so ein paar Regeln natürlich einhalten, weil öffentlich-rechtlich. Aber letztendlich könnt ihr einfach auch ihr selbst sein und Quatsch machen. Ne? Das macht es natürlich auch mal einfacher, oder? Ja, ja, voll. Ich glaube, Ingo Zamperoni muss schon auch in seinem Privatleben mehr aufpassen, was er macht. Also wenn ich jetzt betrunken aus der Bar rausstolper, ist das eher gut für mein Image. Also wir haben jetzt viel Zeit zum Reden. Ich habe vorhin schon zu Marc gesagt,
gesagt, das hätte ich mir mal auf Loch 1 gewünscht, weil das hat mich schon ganz schön rausgebracht am Anfang. So der Druck, die haben uns in die Hacken gespielt und mittlerweile ist hier so viel Verkehr, dass wir Zeit haben und auch plaudern können. Und die Kollegen suchen da auf der rechten Seite ihren Ball. Aber sie müssen eh auch warten. Von dem her freuen wir uns jetzt auf das nächste Par 5. Ist die 4, 526 Meter lang von Weiß. Ah. Ah, der ist Richtung Bunker. Ah. Ja, ist im Sand. Oh, der driftet. Halt dich, der ist auch fading. Im Bunker. Marc liegt im Bunker und ich zwar nicht im Bunker, sondern hier im dicken. Hier ist der Baum davor. Prima. Bravo. Das war einer deiner schönsten Eisenschläge heute. Ja, ein bisschen weiter rechts hätte er gemusst. Jetzt habe ich da den nächsten Baum vor der... Ja, wobei, der liegt da ganz okay. Der liegt. Oh, super. Junge, der ist geil. Yes. Ich fass es nicht. Der ist wirklich geil. Ich fass geil. Es nicht. Zum Glück hat er nur die Blätter bekommen da oben, ne? Heftiger Schuss. Ja, es curvt ein bisschen nach links. Aber Länge ist okay. Das wären jetzt spannende Putts, Marc. Und ich Green Regulation gespielt. Da liegt Marc, da hinten liege ich. Ja. Den muss ich mir jetzt schön anschauen. Oh. Schade. Länge war gut. Zum Paar. Und jetzt muss Marc den halt erst noch machen, ne? Was sagst du zum Break? Ich sehe es überhaupt du, nicht. Du, da kann ich dir jetzt leider gar nicht helfen. Also da bist du leider jetzt ganz auf dich allein gestellt. Boah, der ist deadly, deadly. Den musst du natürlich stopfen. Boah, ich sehe es nicht, Sebastian. Also schon natürlich leicht links, rechts. Oder ist es doch rechts, links? Nullo so, sagt der Italiener. Wichtiger Putt jetzt, come on. Der ist wichtig, der ist wichtig, der ist so Mann, wichtig. Mann, jetzt macht er den. Come on! Eine Frage, es muss aber im Bereich des Möglichen sein. Wer wäre dein Traum-Golfpartner für eine Runde? Im Bereich des Möglichen? Ja. Thomas Müller, meld dich. Echt? Ich glaube schon, mit Thomas Müller würde ich gerne mal eine Runde spielen. Krass. Aber solange der aktiv Fußball spielt, glaube ich, wird es nichts. Und auch dann wird es schwer. Ich habe ihn beim Pro-Am gesehen. Ja. Der hat ja, glaube ich, auch ein relativ gutes Handicap. Ja, der ist auf jeden Fall einstellig. Also, Thomas, kommentier mal, was ist dein Handicap? Sein Schwung ist vogelwild, da passt er gut zu dir. Aber es war halt selbst beim Pro-Am, gell, hat man den halt über den Platz schreien hören. Naja. So von wegen, come on, auf geht's. Der ist halt auch so krass verbissen. Der ist halt gut mental drauf, ne? Ja, ja, voll. Ja, ein bisschen rechts, aber alles gut. Safe. Ja. Der ist so sweet. Ja, der ist perfekt. Super. Kuckuck. Hört ihr den Kuckuck? Ich kann den Kuckuck fein nachmachen. Soll ich mal zeigen? Da schämst du dich dann für mich, ne? Komm ich mir vor wie so ein Sohn, der so ein bisschen peinlich berührt ist von seinem Vater. Und was haben wir? 210. 160. Ist zu kurz. Ja, aber der ist Mitte grün. Passt. Ach Gott. Also Sand, ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht Sand spielen. Leider. Sehr schön. Oh, leider viel Speed. Ja, dann puttest du halt auch noch so gut. An der Stelle möchte ich sagen, es war wirklich kein Tiefgestapel. Ja, ja. Ich dachte wirklich nicht, dass ich so gut spiele und ich dachte wirklich nicht, dass du so schlecht spielst. Also. Nee. Mann, ey, das nächste Doppelbogey. Also ich habe, glaube ich, selten so viele Doppelbogeys in einer Runde gespielt. Ey. Schade. Ja, schade. Jetzt merke ich schon, es wird emotional hier, Leute. Super. Gib die Parfaust. Glückwunsch. Danke. Tiefstapler. Für alle, die das schaffst du nie kennen. Marc ist ja immer der Bösewicht, der seinen
beiden Co-Moderatoren da fiese Aufgaben stellt. Und vor allem hat Marc immer so fiese Gutscheinkarten noch zur Hand. Die habe ich jetzt nicht zur Hand, aber ich habe einen fiesen, nicht Gutschein, was ist das? Joker. Ein Joker. Du verlierst jetzt auf den letzten vier Loch, verlierst du deine Vorgabe. Ist das okay für dich? Das heißt, okay, ich bestimme es einfach. Das ist mein Kanal. Jetzt weiß ich darf machen, was ich will. Jetzt weiß ich, wie scheiße das ist. Ja. Ja, der ist ein bisschen rechts. Nein, was war das denn? Oh, um Gottes Willen, out of bounds. Leute. Was hat mich denn da geritten? Eieiei, das könnte die Entscheidung sein. Four right. Ja, aber der ist da, glaube ich. Oh, der ist schön. So, und da liegt Marx erster, wohlgemerkt, nachdem ich so einen Quatsch gemacht habe mit meinem ersten Abschlag. Aber den curvst jetzt einfach ins Wasser. Oh, nein, nein, nein. Boah, hast du ein Glück. Oh. War der schlecht? Oh, genau das. Ja, da hat sich Marc jetzt noch mal eine Aufgabe gesetzt. Ja, der ist gut. Bravo. Im Bunker. Der ist geil. Der ist sehr, sehr geil. Komm mal. So, als ich gerade nicht hingeschaut habe, hat Marc ihn schön besser. Nee, das stimmt nicht. Naja. Das stimmt nicht. Schaut mal, wie der da. Alles gut. Nee, wenn du so gewinnen willst. Der liegt doch eben noch. Hey, hands down, das ist der schwierigste Schlag im Golf. Ja, ist es. Über den Bunker, wenig Grün, dahinter Wasser. Wasser. Du musst Stock. So einen Flop-Shot spielen, aber es ist auch, weil ich hier. Geil. Auf geht's jetzt. Ja, der ist gut. Der ist gut. Ich sag ja, das ist wieder klassische Tiefstapelei hier. Das war einfach nur Glück. Jetzt wird es richtig spannend. Stellt euch den Trommelwirbel vor. Marc puttet zur 5. Dir ist klar, dass wenn ich den loche, ist das Match vorbei, gell? Dann hast du gewonnen, ja. Den spielt er ganz sicher. Der ist natürlich geschenkt. Zu 6. Also eigentlich ist er richtig ausgerichtet. So, komm, komm. Das ist so stark, das ist so stark gespielt. Hui. So Leute, jetzt ist es wieder soweit. Wichtiger Abschlag jetzt. Das ist jetzt wieder, jetzt kommen die Nerven, weil plötzlich sieht es wahnsinnig eng aus da vorne. Oh, der ist gut, der ist gut. Stay, stay. Der ist sehr gut. Stay. Nee, also ist nichts kaputt, passt. Aber easy. Wieder ein bisschen rechts Richtung Baum. Easy. Gefährlich. Was spielst du? Ich spiele eine 9. 9? Wow. Ist das zu kurz? Nee, genau richtig. Naja, der ist gut. Be good, be good. Geh ein bisschen. Flieg! Ganz schön kurz. Oh, verdammt war der auf der Linie. So Leute, Sebastian steht da hinten und ich weiß gar nicht, ob man es sieht, aber hier ist so eine heftige Welle drin. Im Grün, da muss er durch. Es wird spannend. Ja, er trifft sie. Jetzt ist der Ball hinter der Welle. Good shot. Also, safe da hoch. Sit, sit, sit. Geh noch ein bisschen. Geh. Oh, der wird schwer. Das war dein dritter, gell? Wir liegen beide auf 3. Ja. Ja, ich befürchte, das war's. Glückwunsch. Mann, ärgert mich das. Jetzt gewinnt er das Matchplay auch noch. Das heißt für mich, ihr dürft aussuchen, auf was für einem geilen Golfplatz ich eine Runde von Sebastian Manage geschenkt bekomme. Wie geil ist das? Postet yes. In die Kommentare. Wie gesagt, wenn nichts kommt, dann können wir auch nicht spielen. Ja. Ja, der ist sehr schön. Der ist zu kurz, Sebastian. Glaubst du? Nee, Anfang grün. Boah,
Schöne Flugbahn. Aber der könnte zu kurz sein. Nee. Ist ins Wasser, gell? Nee, echt ins Wasser? Also ich glaube, oder da noch in diesem Ausge... Nee. Schade. Not my golf day. Oh, der hatte viel Speed. Ah, wenn der auf der Linie ist, ist er gut. Schön. Und Mr. Doppelbogey hat wieder zugeschlagen. Na, Forrest. Ah. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Das ist so deprimierend. Also wir können ja jetzt schon eine kleine Abschlussanalyse machen. Wir warten nämlich auf der 9, was gleich übrigens Longest Drive Loch ist. Da geht es jetzt nochmal um einen, können wir mal überlegen, um was es geht. Also irgendwie immer, wenn es um was geht, verliere ich übrigens im Golf. Das ist echt immer so. Deswegen, ich muss echt aufpassen. Ich darf niemals pokern um irgendwie ein Auto oder Geld oder sonst was. Also wir halten mal fest, Marc hat heute überragend Golf gespielt und ich leider unterragend. Und du hast auf jeden Fall verdient gewonnen. Ich habe nicht überragend gespielt, aber dafür. Ja, dafür, dass du so wenig spielst. Ja. Man merkt halt einfach, könnt ihr mal sagen in die Kommentare, ob ihr auch Freunde habt, die vielleicht ganz früh als jugendliche Kinder das schon gelernt haben, lange nicht spielen. Es ist halt einfach gelernt und drin, ne? Jetzt im Golf. Ja, ja. Das hilft schon viel. Bist halt so beim kurzen Spiel oder so, aber es ist schon geil, wenn man sie, also treffen tue ich sie schon noch immer. Das ist ja das, gell? Was mir ab und zu immer noch passiert, ist, dass ich mal so wie auf der 876 auf der 6, ja, wo ich den Drive nach links hau. So, ja, was passiert dir halt echt fast gar nicht. Oder dass ich ein Holz 5 toppe. Ja. Bei dir fliegen sie ja zumindest in die Luft. Na klar, du hattest ein paar Fehlschläge auf der 7, B7, den ins Wasser und den danach. Aber sonst hast du ja echt immer so konstant gespielt. Ne? Ja. Ja, der ist auf dem Fairway. Wenn er nicht zu lang ist. Ja, der ist nicht auf dem Fairway. Leider. Penner. Sieht gut aus. Bravo. Nee, die haben heute alle so eine doofe Rechtskurve. Da steht die Fahne, glaube ich, am Finalsonntag. Ja, ja. Richtig schwere Position. Hey, mir hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Ich glaube, ich habe Bock, wieder mehr Golf zu spielen. Cool. Auch dank gut Golf. Geil. Natürlich. Hey, und was mir schon noch wichtig ist zu sagen, so, ich finde es echt krass, mit wie viel Dedication du diesen Kanal betreibst. So. Ich meine, du müsstest das nicht tun. Ja. So, du hast einen krassen Job, so, reist um alle Stadien in der Welt so, und machst das einfach aus, ja, weil du daran glaubst irgendwie. Und das, ja, finde ich einfach immer krass, weil ich glaube, so, nur so funktioniert das. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. So. Ich werde das verfolgen und finde es echt, genauso Leute wie dich braucht man halt irgendwie. Marc mit Birdie Putt. Und wir kämpfen ja schon ein bisschen mit dem Strom. Oh! Über die Lochkante gehüpft. Ja, aber so nicht. Nochmal ein schöner Dreiputt zum Schluss. I like it a lot. So, damit ihr seht, Spielschulden sind Ehrenschulden, ne? Ah ja, cheers. Prost. Das haben wir uns jetzt verdient, nach über 5 Stunden. Das waren also 18 Loch aus Eichenried mit Marc, Marky Boy Seibold, der mich heute nach Strich und Faden fertig gemacht hat, ne?
Richtig gut. Ja, jetzt komm. Nein, also wirklich, war, du, war du hast wirklich dein, toll gespielt. War nicht dein bester Tag. War leider nicht mein bester Tag und seiner leider schon. Er hat halt tief gestapelt und ich habe ihm auch noch Schläge vorgegeben. Das ist mein Learning. Beim nächsten Mal auf dem Platz, den ihr euch aussuchen dürft, also haut das mal in die Kommentare, da gibt es dann keinen Schlag mehr vor, Marc. Tut mir leid. Echt? Nee, da bin ich dann konsequent. Also da spielen wir dann ein schönes Matchplay, weil ihr habt es gesehen, Marc kann immer noch sehr gut golfen. Ich glaube, heute hätte es auch so gereicht. Ohne Schläge. Hast du ausgerechnet, ja. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Gut Golf, lasst ein Abo da, wie gesagt, kommentiert und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut Golf. Hey YouTube-Fans, lasst mal ein Abo da bei dem besten deutschsprachigen Golf-YouTube-Kanal, den es gibt. Klickt da drauf. Und dann schaut diese beiden Videos. Und dann schaut diese beiden Videos. Trainingsvideos mit Danny Wilde, dem besten Trainer auf der Welt. Mit Danny Wilde, dem besten Trainer auf der Welt. Und hier unten mit Gero Lammel im Golfclub Eichenried. Und mit Gero Lammel im Golfclub Eichenried. Ich bin Marc Seibold und ich bewundere Sebastian Benisch sehr. Ich bin Marc Seibold und da bin ich daheim. Ha ha ha.